Oh Gott, okay. Jo, Was Digga. möchtest du kaufen? Digge. Tut mir leid, ich wollte dich nicht in deinem Geschlecht irgendwie fertig machen. Was gibt's denn hier? Oh, gibt's nicht was? Oh. Okay. Wenn man nur das hat, nimmt man halt nur das. Ach so. Jo. Anpassen. Lackierung. Oh, das ist ja geil. Also ich finde es ja nicht schlimm, wenn es keine Camos gibt, ne? Aber mit Camos hat das schon was. Ich finde die fast am geilsten. Haben wir so viel Geld dafür? Wir haben gar kein Geld, oder? Der hat uns echt nur genau 60 Dollar gegeben, kann das sein? Ja, die Sau. Faustwaffen, MPs, Schrotflinten. Was gibt's denn hier noch alles? Spezielles. Universalwerkzeug, was ist das denn? Ach so. Okay, nur mal ein bisschen gucken. Ein Flammenbogen, wollte ich gerade sagen. Ein Bogen, ja, okay, cool, alles Diese klar. Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Okay. Jo, wo ist denn Dennis hier? Dann folge mir, mein Freund. Denise, ach ja. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel, aus der Insel. Du musst das Gelände kennen, jederzeit wissen, wo du bist. Was nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden? Okay. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, Okay. die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Alles klar, mal gucken. Da habe ich die Waffe hier drin. Ups. Ich wollte eigentlich irgendwie. Ach, jetzt. Die ist ja süß. Guck, wie klein. Die ist ja richtig winzig. Die ist ja voll klein. Und die hatten. Boah, das ist dieses komische Fadenkreuz. Das mag. Na ja, gut. Naja, was soll ich machen? Da, 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 die, da. Das muss der Okay. Funkturm sein. Jo, sehe ich ähnlich, du. Klettern wir mal rauf, wa? Mist. Also der lange Weg, okay. Soll mir recht sein, was soll's. Jo, da ist er. Okay, machen wir jetzt hier einen auf Ezio Auditore oder Connor, was weiß ich, wie er mit Nachnamen hieß. Ist der eigentlich umkämpft hier? Eine Schlange. Eine Schlange hält zwei Schüsse aus? Wusste ich auch noch nicht. Na gut. Was soll's, wa? Ich hoffe mal, ich kriege jetzt keinen Ärger, dass ich die Schlange erschossen habe, weil das andere LPR nicht gemacht haben. Ich muss ja so sein wie jeder andere Let's Player auch, ne? Ansonsten mache ich es ja falsch. Wow. Heile Funk. Runtergeguckt. Ha! Ziege die Zack. Richtig? Ja, richtig rum. Okay. Ach toll, unseren ersten Funkturm haben wir schon. Wie viel gibt es wohl? Das ist aber eine große Insel, ne? Ach, das war's. Das ist gerade echt ziemlich Assassin's Creed-mäßig. Das ist ja mal mega ähnlich, ne? Cool. Kann ich jetzt irgendwie hier runter? Muss ich da nur ranspringen, oder? Das ist ja cool. Lass mich raten. Ja klar, Dennis wartet schon auf mich. Hallo. Hab's erledigt. Gut. Ach, das ist gar keine Uhr. Zeig mir deine Karte. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Mhm. Geschäfte, Abenteuer, die Insel Gratis. Nach dir. Und genau wie du
sind die Händler hier von außerhalb. Oh, ich liebe Gratis-Dinge. Sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Warum hat er mir jetzt Geld für eine Waffe gegeben, wenn ich jetzt zwei gratis kriege? Retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh! Oh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Wildschweine töten. So, wartet mal eben. Hä? Nee, ich wollte auf Optionen. Wo sind Optionen? Wäh? Sag mal. Ach da! Ja toll. Wer hat denn sich das ausgedacht? Steuerung. Noch ein bisschen wenig. Shit. Na, aus. So vielleicht ungefähr, wa? Kann ich vielleicht das fahren? Nee, okay. Gut, dann. Ja, so ist besser. Vielleicht fast ein bisschen zu langsam, aber sonst kann ich mit dem Auto fahren. Oh, cool, ich kann Auto fahren. Ah, oh, ist ja geil. Wie in allen anderen Far Crys vorher auch. Kann ich hupen? Nein. Schade. Na jo. Kann ich vielleicht die Sicht ändern? Eventuell. Anscheinend nicht. Oh Gott. Okay, X war es nicht. Lass mich mal raten. Ja. Cool. Naja, gut. War ja klar, dass irgendwas passiert, ne? Das, ja, natürlich. War ja logisch. Oh, Gott sei Dank waren wir eh schon fast da. Okay. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Rote, grüne und blaue. Und Wildschweine. Kann ja nicht so schwer sein. Wollen wir mal gucken. Guck mal, ein Wildschwein. Warum überlebt alles von euch Viechern zwei Schüsse? Oder sogar drei? Gibt's ja gar nicht. Dann hau ich dich eben. Ha. So gut. Du schaffst das. Dann heute das Team. Ach, geil. Wildschwein. Hallo? Hallo. Wildschwein? Hallo. Warum ist kein Wildschwein mehr da? Was haben wir denn hier? Oh, eine schöne Muschel. Ja Mensch, die habe ich jetzt gebraucht. Damit kann ich mir bestimmt ganz viele Sachen kaufen. Mit einer schönen Muschel. Okay, ich habe eins von zwei grünen Blättern. Und ich habe eins von einem roten Blatt. Da oben ist noch ein grünes. Ja, da. Ja, geil. Wie komme ich da ran? Da rechts komme ich, glaube ich, hoch, oder? Komme ich hier vielleicht irgendwie so hoch? Wenn ihr, ja. Ich glaube, das könnte was werden. Wartet. Okay, perfekt. So, haben wir noch ein Kraut. Zicke, zack. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein blaues. Und ein Schwein. Da ist ein Schwein. Schwein! Okay. Nochmal. Du bist ekelhaft. So, jetzt brauchen wir noch blaue Kräuter. Ist aber auch gerade irgendwas. Wartet mal. Kann ich das vielleicht irgendwie sehen, wenn ich ranzoome oder so? Nein, kann ich nicht. Okay. Hier sind ziemlich viele Beutekisten. Okay, ich würde sagen, ich nehme die Beutekiste auch mal eben mit. Vielleicht ist da hier wieder was ganz Tolles drin, wie zum Beispiel eine schöne Muschel.
Wo ist denn die? Ach, da drin. Okay. Na, was ist drin? $30. Das ist schon mal besser als eine scheiß schöne Muschel. Ja, blaues Kraut. Wir können, ich glaube, warte mal, ich hab so das Gefühl, dass es wahrscheinlich hier oben irgendwo ist. Ja, vielleicht auch nicht. Eigentlich können wir nebenbei auch mal das ganze andere mitnehmen, ne? Auch wenn wir gar kein rotes Kraut mehr brauchen oder grünes. Aber ich wette, das ist trotzdem noch ganz hilfreich, wenn wir mehr haben, als wir haben sollen. Also gehe ich mal von aus. Verkehrt kann es ja nicht sein, oder? So. Boah, nehme ich echt schon Schaden, wenn ich da das Stückchen runterfalle? Das ist ja lächerlich. Ach, Entschuldigung. Wollen wir eben gucken. So viele Blätter. So viele Farben. Aber da ist mein Jagdgebiet schon wieder vorbei. Das heißt, hier kann ja gar nichts sein. Warte mal, ist das da... Das ist blau. Okay, ich bin ein bisschen farbenblind oder sowas, Alter. Warte mal, ist das unter Wasser? Oh, tatsächlich, man kann schwimmen. Das wusste ich nicht. Ja, cool. Alles klar. Per Schnell... Okay, Schnellreise. Ja gut, alles klar. Ich wäre jetzt zurückgefahren, aber... warte mal. Achso, Karte öffnen. Okay. Schnellreise. Alles klar. Jetzt dürfen wir bestimmt wieder irgendwie 5 Minuten warten, bis es geladen hat. Und... Ja, nebenbei gucke ich mal so ein bisschen bei Fazy Boogie. Ah, ich bin da. Okay. Sprich mit Denise. Wo ist denn... Oh, was haben wir da? Ich frage mich ja, wann ich meine coole Waffe kriege, die ich freigeschaltet habe bei Uplay. Welche nehmen wir denn? Dass das so viel kostet, regt mich ein bisschen auf, irgendwie. Ah! Warte mal, hierfür habe ich schon die ganzen Sachen, oder was? Nachtsicht? Okay. Wenn da ein Schalldämpfer drauf passt, würde ich sagen, wir nehmen die. Achso, die muss ich kaufen. Okay. Munition. MP. Hatten wir nicht irgendwie eine gratis oder sowas? Scheint da nicht irgendwie, dass irgendeine gratis verfügbar ist? Da, die hier, ne? Anpassen. Schade, können wir nicht. Aber egal, wir können die so schon mal auswählen. Zack, ausrüsten. Nach... Links. Nee. Ernsthaft jetzt? Geht das nur oben? Kann ich nur eine Waffe momentan mitnehmen? Das ist ja auch lutschig. Naja, gut, was soll's. Wo haben wir hier denn unseren lieben Kumpel? Hallo. Na? Mann. Zeigt dir mir die kalte Schulter. Wo geht's denn lang? Ach da ist auch ein Punkt, ich Idiot. Bin ich blind, habe ich gar nicht gesehen. Da bist du ja. Ist alles übergelaufen. Ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Okay. So manche mäßig. Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um 2 Spritzen herzustellen. Okay. Okay. Herstellen. Gut. Jason, vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald.
wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja, eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Okay. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst 3 verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Den Takedown. Okay. Nähe dich einem Gegner leider von hinten, schalte ihn mit RS dreifache XP pro Kill. Okay, lernen. So ist gut. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Boah, wie schlecht aufgelöst das Video ist, ey. Noch ein? Was denn? Achso, hier, die Spinne. Sprintschlittern. Schlittern. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tatau. Ach. Handy. Was geht? Hey, Philippe. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Du Vollpfosten. Wieso meldest du dich denn? Komm. Mir nach. Okay, wartet ganz kurz. Optionen. Steuerungsschema. Gibt es irgendwie, dass ich mich auf dem rechten Stick hocken kann? Wow. Linkshänder Schulter, Linkshänder. Linkshänder Stick, Standard. Linkshänder Schulter, Linkshänder. Linkshänder Stick, Standard. Toll. Super. Naja, gut, okay. Kann ich noch irgendwelche Fähigkeiten erlernen? Nein, kann ich nicht, okay. Fährst du? Okay. Du hast eine AK. Was ist das für ein Außenposten, wo sie sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Bars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Okay. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja. Quasi. Und das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vaas. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Da ist einer lang gefahren. Wenn die Rakiat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren. Und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist in dem Truck? Rakiat-Krieger. Die wahren Rakiat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau wow. Werden sie dir vertrauen. Du hast gerade einfach ein Vieh umgefahren. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Und meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, sie Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das sehe ich auch so. Der Unterschied. Alles klar, ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Okay. Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Jo, alles klar. Mal gucken. Lisha, ich komme. Mal sehen, warte mal. Ich mach mal eben kurz das Licht aus, dann sehe ich vielleicht so ein bisschen mehr auf dem Fernseher. Ja, auf jeden Fall. Mal eben gucken. Leuchtet das hier? Ach, da sind wieder Pflanzen oder was? Ja, warum nicht, ne? Haben wir Zeit. Ach, muss ich hier durch? Ach, nee. Mal eben gucken. Ach, hier ist nur rotes Kraut. Ich dachte, das wäre ein Anzeichen für einen Gegner. Ich guck eben mal. Da sind sie, das. Hier ist keiner. Ach, da ist einer.
Kann ich mich nicht irgendwie auch nach links lehnen oder so?